So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play American Maggie's Alice und ich krieg meine Hotkeys nicht mehr gebacken. Ah ja. Du bist... Und was bist du? Sorry, ich muss gerade nochmal meine Waffen durchgehen. Ich habe das so lange jetzt nicht mehr gespielt. A5 bist du und 6 sind die Jacks und 7 die Diabolical Dice. Nein, das wollte ich doch jetzt gar nicht. Die wollte ich, genau. Oh Gott, das wird ein Desaster. Erstmal wollte ich mich noch bedanken für 105 Abonnenten, meine Güte. Und genau das in den Wochen, wo ich mal überhaupt nichts hochgeladen habe. Erstmal vielen herzlichen Dank und ja, ich würde sagen, das belohne ich doch jetzt mit einem Endgegnerkampf, vor dem ich riesig Schiss habe. Jabberwocks Liar. Liar, 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 liar. Ja, ich weiß, ich kann nicht singen und heute sowieso nicht, weil meine Stimme so kratzig ist, aber ich hatte jetzt irgendwie Lust aufzunehmen und damit müsst ihr jetzt leben. Auch mit meinem schlechten Gesang und meiner kratzigen Stimme. Yay. Lad schneller. Immer noch. Jetzt. Komm schon, danke. You've kept me waiting, Alice. Have you never heard that punctuality is a virtue? You and my dentist's assistant have much in common. You're habitually late, aren't you? Between your dim-witted daydreaming and your preening vanity, the hours just fly by. There's barely time for anything else. That the best you can do? Pearl's second-rate insults, they don't hurt. Your family was expecting you to come to them, weren't they? Perhaps they thought you might warn them of the danger, being close to the source as you were. But they waited in vain, didn't they? And died for their trouble. We were all asleep. It was an accident. Selfish, misbegotten, and unnatural child. You smelled the smoke, but you were in dreamland taking tea with your friends. You couldn't be bothered. Your room was protected and spared, while your family upstairs roasted in an inferno of incredible horror. No! Ja. Also der Kampf ist echt heftig, muss ich sagen. Es gibt keinen heftigeren Kampf, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, weil ihr hier andauernd runterfliegen könnt. Und er ist einfach überall. Und er spaltet auch... Oh Gott. Ja. Oh Gott. Ich brauche Mana. Aber instant. Ja, genau. Lauf halt noch auf ihn zu. Oh Gott. Ja, genau. Das passiert dann mit euch. Muss ich mir jetzt die Katze nochmal anschauen? Nee, oder? Ja, ich weiß. Tut mir echt leid. Doch, eigentlich schon. Oh Gott. Also ich kann hierzu jetzt nicht so viel sagen. Wieso bloß? Es ist einfach zu... Ich muss mich hier viel zu sehr konzentrieren. Deswegen wird es hier... Oh! Verdammte Scheiße. Ja. Oh, verdammt. Nein, 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 ich will nicht ultraviolett brennen. Oh, Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Also, weil das Ding ist, der Spalt. Oh. Feuer und Ultraviolett auf euch. Oh fuck, 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 fuck. Ich sterb gleich. Oh fuck. Entschuldigung, wenn ich mich gerade so furchtbar artikuliere.
Verdammte Scheiße! Ich bin jetzt schon wieder völlig demotiviert, ehrlich, ohne Scheiß. Macht einfach keinen Spaß, der Kampf. Der ist einfach zu heftig. Ich meine, es ist zwar echt eine krasse Atmosphäre hier und man kann hier so viel hineininterpretieren, aber man hat einfach nicht die Zeit, um hier, sich hier irgendwas anzuschauen. Weil man einfach diesen beschissenen, echt bekackten Kampf machen muss. Der einfach viel zu unfair ist, meiner Meinung nach. Oh ja, komm, spring aus der Tiefe hoch. Ist zwar völlig unlogisch, aber hey, wir sind ja im Wunderland. Da sind ja selbst die bescheuerten Dinge möglich, ne? Und ich reg mich gerade viel zu doll auf und ich sollte nicht stehen bleiben. Nein! Verschwinde! Ich speichere hier mal zwischen. Auch wenn sich's gerade überhaupt noch nicht lohnt, aber... Naja. Verdammt! Aber bringen mir die Demon Dice hier eigentlich was? Müssten doch eigentlich, oder? Oh mein Gott! Hurry, Alice. The Eye Staff is yours. The troops are gathered. Everything is ready. I'll deal with the Jabberwock. You are our champion. Lead us to victory in Queensland. Holy crap, ich habe das noch nie mit den Diabolical Dice probiert und siehe da, es hat geklappt. Glaub's gar nicht. Holy shit. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hätte ich jetzt mal echt nicht gedacht. Ich habe mir den jetzt, also die letzten Male ging der viel länger und deswegen bin ich auch jetzt so ausgeflippt und so, oh mein Gott, und hab so rumgeflucht, aber... Hey, das hätte ich jetzt mal überhaupt nicht... Ich bin gerade mega überrascht. Ungefähr so wie bei dem Kampf mit dem Mad Hatter. Aber, nee, eigentlich noch viel mehr, weil der einfach heftig ist, der Kampf. Der Kampf ist heftig. Naja, der danach ist noch viel, viel heftiger. Also dagegen ist der Endgegnerkampf eigentlich nichts. Beim Endgegnerkampf muss man nur Geduld... Ja, nur Geduld haben eigentlich. Ah, und wegen dem Ladescreen, das muss so sein, macht euch da jetzt keinen Stress. Das ist schon... Alles so in bester Ordnung. Aber holy crap, das hätte ich jetzt mal echt nicht gedacht. Ja, jetzt kann ich eigentlich auch wieder mich gescheit artikulieren und nicht mehr so vulgär. Also, es geht ja eigentlich überhaupt nicht. Naja, wie auch immer, die Ladezeiten sind lang, da habe ich ja jetzt noch genug Zeit. Ich habe mir übrigens, das wollte ich euch noch erzählen. Ich weiß nicht, ob es euch interessiert, aber ich mach's einfach mal. Also ich... war gestern mit meiner besten Freundin in der Stadt und war shoppen, wie Mädchen das eben so tun. Und da habe ich T-Shirts gesehen und habe dann so gesehen 44,90 € und habe dann schon gesagt, hey, so viel Geld würde ich niemals für ein T-Shirt ausgeben. Ich blätter bei den zwischen den T-Shirts so weiter und sehe ein Alice T-Shirt. Also es war Alice Madness Returns, aber da es ja nicht, da es ja patentiert ist auf Spicy Horse und so weiter, heißt es Alice Wants Revenge. Und es ist halt die blonde Alice, aber sie hat auch ein Messer in der Hand und der Hase ist auch total creepy, so wie der hier halt von Alice Madness Returns und American McGee's Alice, und ich hab's gesehen und ich wollte es haben. Und ich werde später darüber weiterreden, glaube ich. Hat mein Spiel eigentlich gespeichert? Das wird mich jetzt mal interessieren. Ja, mein Spiel hat gespeichert, Spiel, ich mag dich. Nein, was machst du denn? Ja, back to game, bitte. Aber da ist der hier jetzt, glaube ich, klug. Ja, komm runter. Ja, renn nicht im Kreis. Kommt da noch irgendwo? Wow, 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 wow. Nein!
Ja, man soll dem Frieden nicht trauen, ne? Stirb, du blödes Viech, Mann. Ja, auf jeden Fall habe ich dieses T-Shirt gesehen und wollte es unbedingt haben. Dann schaue ich auf den Preis. Und 44,90 und ich habe gedacht, scheiße. Aber das war es mir sowas von wert. Und du? Ach, weißt du was, das machen wir jetzt so. Oder auch nichts. Auf jeden Fall, Ende vom Lied ist, ich habe mir ein T-Shirt für 45 Euro gekauft, weil Alice drauf ist. Und ich habe mir noch ein dunkelblaues T-Shirt von H&M gekauft. Ja. Aber das erzähle ich euch gleich in der nächsten Folge, was ich damit gemacht habe. Bis gleich!